best friend gave me the best advice. He said each day's a gift and not a given right. Leave no stone unturned, leave your fears behind, and try to take the path less traveled by. That first step you take is the longest ride. If today was your last day and tomorrow was too late, could you say goodbye yesterday? Would you live each moment like your last? Leave old pictures in the past. Donate every dime you have. Wir befinden uns hier vor dem Feodalin-Gymnasium, unter Schülern auch Feo genannt. Alors on dort. Qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépenses, et qui dit crédit dit créance. Und jetzt gehen wir zum Interview mit unserer Schulleitung, Frau Dr. Schmidt-Breining. Wir befinden uns hier in Frau Dr. Schmidt-Breinings Büro. Frau Dr. Schmidt-Breining, Sie sind Schulleiterin von dieser Schule. Was halten Sie selbst von den Schülern und den Lehrern? Also ich war 1998 das erste Mal hier. Da war ich Mitglied einer Schulgartenjury und dann habe ich mich in die Schule verliebt. Dann bin ich ein paar Jahre später gekommen und es hat sich als gut erwiesen. Die Liebe bleibt. Schön. Seit wann sind Sie an dieser Schule oder seit wann sind Sie Schulleiterin? Ich bin 2001 als Stellvertreterin meiner Vorgängerin gekommen und seit 2003 bin ich Schulleiterin. Macht Ihnen Ihre Arbeit dann immer noch Spaß? Immer noch, eigentlich jeden Tag fast mehr. Was ist Ihnen in dieser Zeit Positives oder Negatives aufgefallen an dieser Schule? Also negativ bestimmt nichts, was aus dem Rahmen fällt. Positiv, es hat sich eigentlich viel getan. Wir haben uns immer noch gegenseitig einigermaßen gern, stimmt's? Ja. Na wunderbar. Und mir macht es immer noch großen Spaß. Und wir haben einen ganz guten Ruf als Feos. Okay. Und das ist eigentlich Lohn genug für die Arbeit. Ich bedanke mich für die. Danke ich auch. Okay. Steh doch mal kurz auf. Guten Morgen. Ich bin Janis Schäfer und unser heutiger Gast ist Frau Hense. Hallo Frau Hense. Hallo Janis. Wie lange sind Sie schon am FEO? Erst seit Beginn des zweiten Halbjahres. Welche Fächer unterrichten Sie? Englisch und Spanisch. Was ist Ihnen in dieser Zeit Positives oder Negatives an dieser Schule aufgefallen? Positiv, ich habe super Schüler hier. Negativ, frag mich nochmal irgendwann, 2-3 Jahren. Okay, letzte Frage. War Lehrer sein schon immer mal Ihr Traum? Also als ich selbst Schüler war, konnte ich mir absolut nicht vorstellen, aber dann so später habe ich mir gedacht, das macht wirklich Spaß, mit Schülern zu arbeiten. Okay, vielen Dank, Frau Hense. Bitteschön. Wiedersehen. Hallo, wir befinden uns gerade auf dem Weg zu unserem Klassenzimmer. Dort werden wir einige Lehrer über das FEO befragen. Herzlich willkommen bei FEO TV. Mein Name ist Jan Schäfer und das ist Herr Frank. Hallo, Herr Frank. Hallo, Herr Schäfer. Wie lange sind Sie schon am FEO?
Erstmal, Herr Schäfer, muss ich erwähnen, dass ich mich wahnsinnig geehrt fühle, dass ich Gast in Ihrer weltbekannten Interviewshow sein darf. Und zu Ihrer Frage, ich bin seit 3 Jahren am Field. Welche Fächer unterrichten Sie? Englisch und Geografie. Was ist Ihnen in dieser Zeit, die Sie am Field verbracht haben, Positives oder Negatives aufgefallen? Am positivsten ist mir aufgefallen, dass die meisten Klassen und Schüler sehr nett sind. Negativ ist, dass der Lehrerberuf mit sehr viel Arbeit verbunden ist. War Lehrer sein schon immer mal ein Traumberuf? Nein, war es ursprünglich nicht. Ursprünglich dachte ich, so wie die meisten Jugendlichen, Sportprofi, Fußball oder Tennis wäre ein Traumberuf, aber das ist für die wenigsten zu erreichen. Vielen Dank, Herr Frank. Ich bedanke mich für das Interview. Gern geschehen. Opportunity seize everything you ever wanted in one moment that you capture, just let it slip. Yo, his palms are sweaty, knees weak, arms are heavy, there's vomit on his sweater already, mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs, but he keeps on forgetting what he wrote down, the whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out, he's choking, how? Everybody's choking now, the clock's run out, time's up, over, plow, snap back to reality, oh, there goes gravity, oh, there goes rabbit, he choke, he's so mad, but he won't give up, daddies, he know, he won't have it, he knows, his whole back to these ropes, it don't matter, he's dope, he knows that, but he's pro, he's so stagnant, he knows, when he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo, this old rhapsody, better go capture this moment and hope it don't do better, lose his health in the music, the moment. Mein Name ist Janis Schäfer und das ist Herr Traut. Hallo, Herr Traut. Hallo. Wie lange sind Sie schon am Field? 1,5 Jahre. Welche Fächer unterrichten Sie? Latein. Was ist Ihnen in dieser Zeit, an dem Sie am Field waren, Positives oder Negatives aufgefallen? Beides. Positiv und negativ. Erläutern Sie das mal kurz. Ja, aber gut, positiv. So alles, aber manchmal auch ein bisschen negative Dinge. Okay. Okay. War Lehrer sein schon immer Ihr Traum? Nein. Was war ursprünglich Ihr Traum? Zuerst mal als Kind Lokomotivführer zum Beispiel. Okay, vielen Dank, Herr Traut. Auf Wiedersehen. Okay. Willkommen bei TheoTV. Mein Name ist Klaus Kleber und das ist...